Jetzt muss ich sagen, ich habe jetzt dieselbe nochmal eingebaut. Habe ich die falsche Grafikkarte gerade installiert. Alter, du willst mich doch verarschen. Wenn das jetzt nicht die neue ist, weiß ich auch nicht mehr. Aber das ist die andere. Wie kann ein einzelner Mensch nur so doof sein? So Leute, da wären wir wieder im wunderbaren PC Building Simulator. Zurück in meiner PC-Werkstatt. Ich muss mich erstmal wieder einfinden, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich habe gerade schon einen Auftrag angenommen. Der hat geschrieben, ich brauche Hilfe. Mein Computer ist sowas von langsam. Bitte rüsten Sie die Grafikkarte auf. Außerdem brauche ich den Rechner spätestens am 22.01.2018, 10 Tagen zurück. Ist das okay? Das ist glaube ich. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, Was hat denn das für eine Grafikkarte? 9060. Was haben wir denn für ein Budget? 300. Dann suchen wir mal hier eine Grafikkarte im Budget von 300. Grafikkarte, irgendwas, was ins Budget passt. Was hat er denn derzeit drin? MSI GeForce GTX 3090. Ich habe Angst, dass ich das nicht besser machen kann, weil ich absolut noch nicht die Skills dafür habe. Hoffen wir es einfach mal nicht, dass das jetzt der Fall ist. Ich glaube aber, das ist schon besser. Die ist schon besser. Hat denn irgendwas so Bestimmtes gesagt? Ist alles okay, so sterbe ich mein Bruder MS. Ein PC und 6 vom Allerfeinsten. Wir sollen also eine MSI kaufen. Die beste MSI, die ich mir leisten kann, ist die hier. Das heißt, wir ballern ihm einen Warenkorb. Wir gucken mal, was wir noch alles brauchen. 16 GB RAM aufrüsten. Haben wir das schon? Was hat er denn da gesagt? Team Group. Wie viel haben wir denn noch von Team Group? Scheiße, wir brauchen zweimal Team Group noch. Wir haben das. Wir brauchen zweimal nochmal Team Group. Zweimal Team Group. Wollen ungefähr, glaube ich, 16 GB war das? Ja, 16 GB, zweimal von Team Group. Budget 200. Sollte ja wohl passen. Team Group 4 GB. So. Das hätten wir. Mein Budget ist gar nicht so groß. Wir müssen anscheinend wieder entschulden. Vielleicht habe ich das doch alles schon einmal bestellt und ich bestelle es gerade zum zweiten Mal. Neue PC-Teile, okay. Wir brauchen aber den Shop, wir bestellen das Ganze jetzt einmal. Ich hoffe, ich kaufe mich damit nicht in den Bankrott, doch tue ich. Bestellung trifft morgen ein, das ist gut. Konto überzogen. Freut mich. Upgrade Rich. Was soll ich an diesem PC jetzt machen? Ach ja, stimmt ja. Ich habe mir dieses Upgrade gekauft, dass ich nicht mehr selber anstecken muss. Das war die beste Investition, die ich jemals gemacht habe. Village Run soll ich machen, ne? Und dann war das irgendwie zu diesem Sailing Simulator. Empfohlene Spezifikation. VRAM, wir brauchen 4 GB VRAM. Wir brauchen also. Das ist eine 1050 Ti. Scheiße, 1050 Ti.
Kriegen wir das noch organisiert? 10,50 CE, also irgendwas mit. Also wenn die 10,50 hier. Die hat 4 GB VRAM. Wir holen uns die nochmal. Müssen wir jetzt das kaufen unbedingt? Kann Sailor Wave. Ach, vergiss, muss ich dafür tatsächlich noch kaufen? Oh, nervt doch nicht. Habe ich jetzt auf Bestellen geklickt? Ja, habe ich. Mein Konto ist jetzt komplett überzogen. Wir beenden diesen Tag. Zur Arbeit. Ach du Scheiße. Oh nein. Wie viele von diesen Team Group Dingern habe ich jetzt gekauft? Scheiße. Na, wir sollen jetzt hier erstmal. Scheiße. Da will eine neue Grafikkarte reinhaben. Und die machen wir jetzt rein. Und so, jetzt brauchen wir noch eine neue Grafikkarte, die wir da rein installieren können. Wieder 4 GB. Aber die eine hat ja doch eigentlich. Ey, scheiße, wir sollen ja nicht diese alten Teile verkaufen. Die kann ich ja noch reparieren. Das mache ich in der Zeit. Das mache ich übrigens selber auch in letzter Zeit öfters. Was war da vorher eigentlich drin? Das war da mit 16 GB RAM. Wir haben beseitigen und hier war die Grafikkarte aufrüsten auf die teure von MSI war das, ne? Teure von MSI wollte der haben. Die hier. Beleuchtung RGB, das hat meine noch niemals. DLF Radeon 3 GB, das ist dieses Scheißding. GeForce GTX Ti. Okay, dann wollte die da rein haben. Ja. Sollten wir theoretisch hinkriegen. Die GPU erzeugt eine grafische Darstellung am Bildschirm, ja. Passt sie nicht! Ah, ich verstehe. Oh, warte mal, nee, da war noch was anderes. Muss ich das erstmal installieren, dann kann ich es wieder abnehmen. Nur um das dann wieder abzunehmen, loszuschrauben. Das ist super schlau. Finde ich super schlau von denen. Installieren. Die muss wieder dran. Dann die Seitenwand. Ganz, ganz easy, chillig. Perfekt. Dann machen wir die hier einmal. Was ist hier die Sache? Die Grafikkarte ist hier das Problem. Und entstauben wir das. Das kriegen wir alles ganz gut hin. Ich reinige generell die ganzen PCs, wenn ich die schon reinkriege.
Weil das gibt, glaube ich, immer Pluspunkte, egal ob die was sagen oder nicht. Scheiße. Das falsche Kabel abgemacht. Müssen wir gleich wieder neu dran machen. Ja, kriegen wir schon hin. Die wollte da rein haben, ne? Hä, da war aber noch ein Kabel, was ich aus Versehen abgemacht habe. Bootet der? Ich glaube schon. Warte mal. Jetzt muss ich sagen, ich habe jetzt dieselbe nochmal eingebaut. Mich doch verarschen. Habe ich die falsche Grafikkarte gerade installiert? Alter, du willst mich doch verarschen. Ey, ich habe jetzt nicht die richtige da. Wenn das jetzt nicht die neue ist, weiß ich auch nicht mehr. Grafikkarte aufrüsten. Warte mal. Andere. Wie kann ein einzelner Mensch nur so doof sein? Erklär mir das mal bitte. Oh, Alter. Die hier müssen wir einbauen. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. MSI wollte der haben. Level 3. Grafikkarte. Scheiße. Ich glaube. Das ist jetzt die neue. Das ist die neue. Ich glaube, wir haben ein richtig großes Problem. Wir haben ein richtig großes Problem gerade. Ich sag's dir, das ist nicht gut gerade. Das ist gerade gar nicht gut. So, was wollte der hier? Viren beseitigen. Aber ich glaube, ich mache die Scheiße erstmal sauber. Das gibt's ja wohl gar nicht. Yes. Installieren. USB. Mal rein. What the fuck?
Berechtigung. Ich bin froh. Counter-Strike Source. Vorüberlegung vor sämtlichen künftigen Metaphysics-Erörterungen. Alter, kein Wunder, dass dieser PC voll mit Viren ist. Alter, ich bin jetzt im Minus, weil ich irgendwas verschissen habe wegen der Grafikkarte. Hä? Hä? Bin ich bescheuert? Wo ist der Virenscanner? Der hat doch gerade schon neu gestartet. Vielleicht übersteigt das auch mal einfach meine Fähigkeiten mittlerweile. Ah, endlich. 400 infizierte Dateien. Ein Klick und weg. Ich lasse den Thema drauf installieren. Ich bin ja nett. RAM-Upgrade. Das kriegen wir hin. So, die Frage, warum schreiben wir uns nicht einfach hier drauf, was der wohl? Justus Geheimnisvoll. Wo ist eine E-Mail von Justus Geheimnisvoll? Justus Geheimnisvoll. Team Group wollte der haben. Das kriegen wir organisiert. Installieren, Speicher, Team Group. Da kommt noch ein zweites. Das ist der falsche, das ist der falsche, das ist der falsche. Was ist denn heute los hier? Die Folge ist ja ein absolutes Durcheinander hier gerade. 8 GB G-Skill. Ne, Team Group war das. Zweites Team Group. Case reinigen muss ich nicht machen. Da hat irgendwer ziemlich gut auf seinen Computer Acht gegeben. Hoffentlich läuft die Karre. Wenn nicht, habe ich gleich das Problem. Team Nova. Starlet Nova, hallo. Wir sind hier immerhin auf Twitch. La 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 la. 16 GB RAM von L-Börse. Team Group wollte der auch haben. Warum wollen alle diese scheiß Team Group? Ist genauso wie Razer. Überteuert aber die Garantie ist am Arsch. Kompatibel. Müssen wir da immer voll RAM upgraden? Oh nee. Nur weil das hier 2400 MHz und das hier 266 ist.
Ach komm, Alter, die Fresse. Was soll denn das? Warum macht ihr mich immer so fertig mit der Scheiße? Oh, Mensch. Und jetzt wieder Schrauben. Und diese Scheiße hier. Grafikkarte aufrüsten. Ich glaube, wenn ich theoretisch jetzt kassiere. Kassieren. Volle Sternebewertung. Ich bin doch hier gerade am Kassieren. Mach mich doch nicht dumm. Grafikkarte aufrüsten. 7 Tagen abschließen. Ja, beseitigen. Oh nee, Alter, wie lange möchtest du denn so eine Scheiß-Nachricht machen? Hallo, bestimmt wussten sie schon, aber bald. Hier hat sich zum 15. Mal der Termin, an dem der vielgeliebte Kulturklassiker Hexenbeast Glück erstmal auf. Wen interessiert deine Scheiße? 4K-Fassung, Pustekuchen, alte DVD aufgelegt. Was ist mir das denn jetzt egal? Unter Wasser mit absolut dämlichen Aussehen CGI. Muss ich mir die ganze Scheiße durchlesen, um irgendeine Scheiße zu erfahren, was ich genau da für einen Rahmen einbauen soll? Weil er sich irgendwie durch seine komischen Filme, dass sich das inspiriert hat. Nee, ach komm, ist nur Wirmbiss reinigen. Was mache ich hier eigentlich? Grafikkarte aufrüsten. Nichts funktioniert angemessen schnell. Ich denke, eine Grafikkarte abzugraden. Ich sage, wir brauchen. Ich mache mir Sorgen wegen Gebrauchteilen. Vielleicht bin ich beim Surfen auf viele fragwürdigen Seiten gewesen. Du brauchst einen Virenscan. Da Grafikkarte aufrüsten, ja komm, was hat er denn im Moment drin? Nissan 9080. Nissan 9080, haben wir was Besseres da? Ti. Weil ich nehme halt die 1050 Ti da rein, Budget 6. Preis absteigend. 9080 Ti. 600 ist das Budget. Ich wollte mal zweimal. Alter! Kamera, lass mich doch nicht im Stich. CPU aufrüsten. Ich glaube, ich brauche ein paar Upgrades für meinen PC. Wie wär's mit deinem Upgrade? CPU, wenn Sie das bis zum 24. Tagen. Wir brauchen neue Komponenten, die in Reinigung. Habe ich noch nichts vorgenommen. Wäre das nötig gewesen? Ist mir scheißegal. Kann ich ganz gerne tun. Was hat die denn derzeit drin? AMD. AMD 5 Core. AMD Ryzen 5. Kriegen wir was Besseres organisiert?
Mal sehen. AMD Ryzen, jetzt habe ich schon aus Versehen angenommen. Fünf Quad-Core 1400, kriegen wir was Besseres hin? 1500. Bitte 300. Aber den Warenkorb. Scheiße, ich hätte warten sollen. Neulich habe ich einen PC. Habe ich auf PC bei einfach von diesen abgefahrenen Kunststoff-Weißgabeln gesehen. Vielleicht habe ich einfach nur falsch und links geklickt. Ja, meine Güte, mache ich bei euch allen einen Virenscan oder was? So, ob ich so viel Zeit habe. Es wird Zeit, meinen PC aufzurüsten. Die CPU braucht ein Upgrade. Ich darf nicht so schnell bestellen. Was hat sie denn in dem Moment da drin? Ja, komm. 300er Budget kriegt der letzte denselben Scheiß hier. Prozessor. So. Annehmen. Wir haben unser Sortiment gerade, bla 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 bla. Levelaufstieg, ja, das wäre toll. Komm, stell es noch eben schnell. Ich kaufe mich hier gerade in dem Bankrott. Ach, wieso kostet jetzt auf einmal weniger? Ach, halt doch die Fresse. Konto überzogen. Hab ich jetzt bestellt oder was? Gut, raus. Tag beenden. Zur Arbeit. CPU aufrüsten. Grafikkarte aufrüsten. Wir beseitigen. Aber ich verstehe ja nicht, wieso gibt dieser eine Typ sich nicht einfach mit deiner Grafikkarte zufrieden? Und warum baue ich die Seitenwand ab? Keine Ahnung, der PC müsste einfach nur booten gerade. Ich bin ein bisschen out of concept gerade, aber... Ja, sag ich doch, ich bin komplett out of concept. Ich bin sehr, sehr professionell. Das machen wir aber noch mal eben schnell in dieser Folge fertig und dann ist diese Folge auch erstmal vorbei. Chillig, ne? Ja, neu starten bitte. Sollte relativ chillig jetzt alles sein. Und hier fällt mir auch gerade auf das Game. Der Game Sound ist komplett aus. Hat einen säubern. Der PC ist fertig. Und das muss alles fertig werden. Aber Leute, das war es jetzt erstmal dieser tollen Folge von PC Building Simulator. Wenn euch das gefallen hat, gerne abonnieren. Mein Hauptkanal auch abonnieren. Ich habe das hier gerade übrigens auf Twitch gestreamt. Hat man gar nicht gesehen, weil mein Chat sehr aktiv ist. Bis zur nächsten Folge und bis zum nächsten Video auf diesem Kanal. Tschüss.